Zurück aus der klitzekleinen Pause hier und es geht weiter mit Farming Simulator 22 und unserer Farm am Hafen in der Nordfriesischen Marsch. Alle, die hier dazugekommen sind, natürlich ein recht herzliches Hallo und für alle, die gewartet haben, danke für Geduld und allen weiter viel Spaß beim Schauen. So, wir werfen natürlich noch mal einen Blick auf die Karte, um zu schauen, ob hier jetzt auch wirklich alles da läuft, ist, wie auch immer. So, hier haben wir zwei Fahrzeuge. Das heißt, wenn der einmal voll ist, dann wird der hier einmal entleert. Und der andere fängt dann an, sein Stroh einzusammeln. So, das passt. Das heißt, das ist ja das eine Feld, was fertig war. Feld 66 läuft zeitlich völlig außer jedem Monat. Das ist vollkommen egal. Das kann auch von mir aus 3 Monate laufen, da mit dem Grubern und Steine sammeln nachher. Das spielt einfach mal keine Rolle. Und sowas hat man noch. Ach ja, hier, da. 34. Wow. Ja, fast. Erstmal ernten, ne? So, dann wollen wir mal. Hier, Abtanken 34. Bin mal gespannt, ob das automatisch hinkriegt. Abtanken 34. So. Den Kurs hat er sowieso drin. Und ich sage ihm einfach mal, dass er was haben soll. So. In voller Weise natürlich mit Fang automatisch an. Wo immer er jetzt hinfährt. Öfter mal fahren lassen. So, der ist unterwegs. Eigentlich zum Feld 34. Ah, tut er auch. Okay, er dreht. That's nice. Und dann holen wir uns natürlich noch einen Abfahrer dazu. Jetzt. Bitte in Silo 2 abladen und bitte 34 das Gerät unterstützen. Dafür werde ich jetzt erst einmal da hoch müssen. Da ist der John Deere. Und irgendwo weiter unten ist dann mein relativ neuer Abfahrttrecker, der 8R410 mit dem Helfer, der abfährt. Fährt da voll drauf ab. So, er ist da. Mal gucken, was er tut. Echt jetzt? Er war jetzt auf dem Weg zum letzten Wegpunkt. Nur mal so. Was wird blockiert? Oh, warum? Geht eigentlich gar nicht. Oh doch, das geht. Ups. Wusste nicht, dass das möglich ist hier. So einfach.
War wirklich brutal blockiert hier. Warte mal. Den machen wir erstmal aus. Den hier. Der ist schon aus, ne? So. Er müsste normalerweise da geradeaus fahren. Master Wegpunkt umstellen. Wie sieht es hier aus? Master Wegpunkt, sehr schön. Und bei dem ist es eigentlich erstmal vollkommen egal. Hauptsache aus dem Weg. Denn er hat keine Wegpunkte zum Einstellen. Staub ich hier. So. Er kommt aber auch, glaube ich, gleich irgendwann auf diesem Kurs hier zurück, wenn mich nicht alles täuscht. Oder noch nicht. Nochmal einmal kurz warten, bis der da um seine Kurve rum ist. Ach so, nee, der ist noch im Bein vorgewendet. Da passiert noch nichts. Fahren wir den mal genau auf Mitte. Er nie in der Lage ist, hier alles abzufahren, was hier abzufahren ist, mache ich jetzt einfach mal spaßeshalber. Jetzt, wo ich gerade hier bin, ne, ich jetzt einmal kurz hier selber rum. So. Jetzt darf er automatisch weitermachen. So, einmal kurz, ach so, einmal schnell durch hier. Wollte doch noch schnell schauen, ob der jetzt hier, kann er ja gar nicht. Geht ja noch mitten im Feld.
Das sollte jetzt ganz einfach sein. Ich mache den an. Er fordert sich den Wagen und dann passt es. Das geht mit dem Feldhex, da geht das echt super. Wo will er hin? Ach so. Mit hinterher. Das ist neu. Normalerweise fährt er mal nebenher. Aber hinterher geht natürlich bei dem auch. Wenn da nicht genug dran ist. Ich darf dann nur nicht kurz vor Feldende stehen bleiben, dann geht's nicht. Zuckerrohr ist auf jeden Fall immer so viel, was hier runterkommt. Da muss ich zwischendurch immer mal was verkaufen. Ach, siehst du? Da könnte das herkommen. Diese 62 Millionen in einem Monat. Und er wird wieder angefordert. Wunderbar. Nee, der bringt weg, glaube ich. Okay. Der bringt weg. So, Mineraldünger, wohin? Ja, gar nicht mehr abgefahren letzte Mal, ne? Hafen. Wow. Hafen. Okay, Hafen. Das ist, ja, das ist weit. Deswegen habe ich auch, sage ich auch immer, die Farm am Hafen, ne? Okay. Es ist ja wie so eine Haus- und Hofverkaufsstelle, ne? Schon fast. Ist auch noch genug drin. Na, guck mal. Das sieht doch gut aus. Ja, dann kann ich ja indes mit dem mal ein Stück darüber fahren. Ist ja auch noch ein ganz klein bisschen, wohlgemerkt leider nur. Mist, der noch weg darf.
Und hier einmal ein bisschen was tun. Jo, der muss noch einmal voll und dann kriege ich den Rest. Aber dieses einmal voll, das dauert. So, wenn ich dann schon mal hier vorne bin, dann schütte ich den. Ich bin schneller, ich bin schneller. Ja, gewonnen. Kreuzung zuerst passiert. Stopp. Und das kommt hier vorne rein in die Taubenschläge. Französischer Taubenschlag. Macht aus Stroh Mist. Als er also mal irgendwie doch den 22 weiterspielt und habt irgendwie keinen Bock auf Tiere, dann könnt ihr euch, also jetzt hier normale Tiere, dann könnt ihr euch auch so einen Taubenschlag hinstellen. War offiziell auch Tiere, aber also. Fürs Spiel sind es keine Tiere, ne? Das ist fürs Spiel sind einfach eine Produktion. Wobei ich schon denke, dass Tauben auch Tiere sind, also irgendwo so, ne? Also man könnte sie bei den Tieren ansiedeln. Ja, schon gut, dass das bei den Produktionen ist. Weil bei den Produktionen kannst du halt automatisiert ja, das Zeug verschieben, sage ich jetzt mal, in die Produktion, in die anderen. Und das funktioniert halt bei den Tieren nicht. Da musst du es halt dann abholen. So, und dann stelle ich den noch eben hier neben. Dürfte nicht viel drin sein. Gar nichts drin, oder? Doch, ein bisschen, ne? Und Schneckenschiss ist da drin. Gar nichts. So gut wie gar nichts. Nicht doch den. Mal zum Kuhstall schicken. Doch ein Güllemäßig. Da ist ja was drin, wie ich sehe.
Oh, das war schon wieder mit Mist. Das ist echt nicht viel. Das ist, mir fehlen echt Tiere. Das habe ich ja schon gesagt. Ich habe so viel verkauft. Letzte Mal, vorletzte Mal, vorvorletzte Mal oder so. Viel zu viel war es. Kann man bitte einer 45 YouTube-Videos zurückspringen und da reinschreiben? Du hast zu viel verkauft. Vielleicht kann ich das dann rückgängig machen. Nein. Alles gut. Könnt ja wieder welche kaufen, aber will ich irgendwie nicht. Vermehren sich ja von alleine. So, mir fehlt noch Kartoffeln, ist das richtig? Ich meine, Kartoffeln haben noch gefehlt. Die hole ich mir jetzt noch eben hier raus. Das ist eng. Oben falsch genommen. Gott. Und natürlich wieder mit dem Bullenfänger vorne hängen geblieben. Komm. Treff die Lücke nicht. Jetzt aber. So, lass mal schauen. Kartoffeln oder... Ja, Kartoffeln habe ich eigentlich auch genug. Hab ich noch Raps? Ich habe sogar noch ein bisschen Raps drin, aber nicht viel. Kartoffeln. Erstmal Kartoffeln. Was ist wichtiger? Müll? Er fährt Mähdrescher leer machen. Ja, aber ein Zucker, der bringt jetzt wirklich jede Bahn bringt ja einmal Zuckerrohr weg. Ja. Passt schon. Wie weit ist denn der? Feld 66. Ach, siehst du, ich wollte doch mal zu dem Leuchtturm dahin, habe ich gesagt, ne? Das habe ich, glaube ich, letztes Mal gesagt, wo mein Mikro ausgefallen war. In dem einen Video, in dem einen Zwischenstück. Aber dann nehme ich auf einmal mein Mikrofon weg. Also, es war schon noch da, aber ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, der wartet. Nochmal angenommen. Würde hier Wegpunkte mal ein bisschen besser setzen. Könnte ich auch mit einem zweiten Fahrzeug mich da hinstellen. Das mache ich mal. Den Punkt habe ich auch noch.
Ab Tag 32. Weil das hier ursprünglich mal ein Feld war. So, einmal hart rum und einmal rüber. So, dann machen wir uns doch mal hier, Moment, einmal den an. Mal schön von oben drauf. Und dann ziehen wir uns die Wegpunkte doch mal ein bisschen passend. So, machen wir es doch einfach mal so. Na, sagen wir mal, einmal speichern das Ganze. Und dann programmieren wir jedoch auch mal so einen Abfangkurs ein. Bilder 34 und bringen zu. Silo 2 aus. Guck mal, der Heiz hat vorbei. Den stellen wir jetzt hier hin. Und dann soll der einmal unterstützen fahren. So. Sollte jetzt eigentlich passen, weil der dreht ja auch da, ne? Und der Kurs, der war eigentlich ganz so dicht dran. Hätte ihn jetzt auch komplett auf die Seitenfläche legen können. Aber dann hätte ich hier den kompletten Kurs neu machen müssen. Also ich hätte quasi alles komplett umziehen oder den Punkt neu machen müssen. Oder den Punkt umziehen lassen neu müssen. Mit gleichem Ziel. Why not? Das ist doch Feld 34. Moment.
So, war der jetzt auf 32? Der ist auch auf 34. Keine Ahnung, was da jetzt wieder los war. Vielleicht er irgendwie vorhin drauf war oder so, keine Ahnung, warum. So, das sieht auch sehr schön aus hier. Oha. Moment, Moment. Hopp oder Stopp? Na, ist doch nicht gut. Okay. Jetzt darfst du. Ja, Mann, super. Wo denn hin? Willst du hier? So, hier ist bestimmt wieder was voll. Da muss ich mal. Ja, der Mineraldünger, der ist nämlich ziemlich voll. Den muss ich wieder leer machen. Und ich denke, Mineralfutter werde ich dann auch noch mal leeren müssen. Und Kartoffeln müssen auch noch weg. Oh, Alter! Hätte überall lang, nur nicht da, wo er langfahren soll. Wow. So, raus damit. Schon mal fleißig und er steht da und macht irgendwie nichts. Fahr zum Feld nicht hin, oder was? Mann, das ist doch jetzt blöd irgendwie. Warum nicht? Meter ähnlich anfordert oder was?
Verstehen nicht das eigentlich. Der ist voll. Okay. Das kann ich verstehen. Na gut. Oh, Männchen hier drauf bleiben. Ja, dann gucken wir, ob das funktioniert mit dem zweiten LKW, ne? So, bleiben wir mal Männchen hier drauf. Ich bin noch mal schnell im Hintergrund und in ein paar Minuten wieder bei euch. Bis gleich.